Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Es ist bald soweit. Der große Ausbruch, sagen wir mal so. Kann ich hier eigentlich einfach runterspringen? Jo, kann ich. Gut. Hallo. Ist ja überhaupt nicht auffällig oder so. Nein, Quatsch. So, wir wollen den Ausbruch mal starten. Hi. Erzähl weiter. Das Institut wird ständig erweitert. Gerade wurden die Grabungsarbeiten für eine weitere Etage abgeschlossen. Das Grabwerkzeug wurde bereits in Kisten verpackt, aber noch nicht weggebracht. Bei diesem Werkzeug finden wir alles, was wir brauchen. Dank Mr. Binet besteht die Baukolonne ausschließlich aus meinen Freunden. Aber sie werden ständig überwacht. Was würden Sie sagen, wenn Sie Wachen töten müssten? Ich mache es. Ich mache es. Danke. Wenn Sie die Wachen ausgeschaltet haben, transportieren wir die Ausrüstung ab und sprengen die Tunnel hinter uns. Für das SEB sieht es wie ein tragischer Bauunfall aus, der viele Synths getötet hat. Passiert nicht häufig, kommt aber vor. Und dann stellen unsere toten Freunde die benötigten Waffen her. Viel Glück. Sehr gut, klingt gut. Töte die Tunnelwache. Tunnelwachen. Okay. Das war jetzt bitte wo? Irgendwo da hinten. Okay. Ah, Aufzug. Okay. Gut. Das heißt, wir können noch nicht in den Krieg gehen, weil uns fehlen noch die benötigten Waffen. Und die sollen wir jetzt. Ja, in Anführungszeichen besorgen. Wir besorgen die Komponenten, mit denen sie die Waffen herstellen können. Indem wir erstmal die ganzen Wachen töten. Das sieht nach 5 Stück aus. Kann ich die jetzt einfach so angreifen? Oh mein Gott, die sind stark. Die sind verdammt stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ich dachte gerade, der Paladin wäre ja hinter mir, aber ich bin ja im Institut. Das ist ja gar nicht dabei. Oh, shit. Das war ein bisschen dumm von mir. Bam, komm. Oh, schön, dass die Synths mir helfen. Das finde ich sehr gut. Alter. Hoch. Ich will die Synths nicht töten. Okay, die Synths können nicht sterben. Gut. Das ist ja schon mal etwas. Wäre ja auch unfair gewesen, wenn. Oh Mann, muss ich da jetzt viele Stimpaks einsetzen. So, nächsten. Immer mit dem Schwert draufkloppen, immer. Oh, der hat einen Arm verloren. Der hat keine Waffe mehr. Ist das ein Trottel? Cool. Ja, da lebt noch, da lebt auf jeden Fall noch einer, aber ich muss jetzt erstmal hier die ganzen Munition einsammeln. Wo lebt denn da noch einer? Da! Guck mal hier, der Typ, der lebt noch. Oh, der hat auch seinen Arm verloren. Ha! Oh, ist der cool. Okay. War nicht einfach, aber sobald die dann ihre Arme verloren haben, ging das eigentlich klar. Okay. Wachen erledigt. Ich brauche unbedingt bald noch mehr Energiekerne. Ich habe nur noch 4. Aber ist ja egal. Da kümmern wir uns irgendwann mal drüber. Irgendwann mal drum. So.
Mein Schwert ist voller Blut, aber das fällt nicht auf. Das war ein Skiver. Punkt. Ach da. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo bin ich denn gekommen? So, dann einmal wieder zu Z1 hieß der, ne? Oder bin ich jetzt total behindert? Guten Tag. Z1. Sie haben Ihren Teil getan. Und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Das Schwierigste wird sein, all das vor dem SEB geheim zu halten. Also sind wir sehr vorsichtig. Was leider auch Zeit kostet. Arbeiten Sie fürs Erste bitte weiter mit Vater zusammen. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Ich kontaktiere Sie, sobald meine Leute bereit sind. Das heißt, der gibt uns sogar jetzt die Aufgabe, weiter mit dem Institut zu arbeiten, damit das nicht auffällt. Okay, cool, aber ich glaube tatsächlich, da entscheide ich mich wieder gegen das Institut, ne? Eieieiei. Mann, wo sind wir hier reingeraten? Naja, wir müssen die nächste Mission machen, weil das hier hat ja nichts mehr. Reise nach Abernathy Farm. Okay. Von mir aus. Die ist bitte wo? Da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit der Railroad auch langsam aufhören sollte. Weil, wie gesagt, die fangen auch langsam an, sich gegen das Institut zu stellen. Und das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja das Institut. Dem will ich ja zum Sieg verhelfen. Es wird schwer. Hallo. Mr. Abernathy? Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja, bin ich. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht. Waren nicht viele, aber sie haben ja, toll. Einen Schaden angerichtet, bevor wir sie vertreiben konnten. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, sie werden wiederkommen und dann mit Verstärkung. Wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest, uns zu verteidigen. Errichte Verteidigungsanlagen. Okay. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Okay. Und das Spezial. Was? Alter, ein Artilleriegeschütz. Cool. Schütztürme. Da fehlt mir Öl. Habt ihr irgendwas mit Öl? Die Lampe zum Beispiel. Oder auch nicht. Ah! Hier ist Öl. Gut. So. Ihr wollt noch einen? Okay. Hoch. Ups. Da brauchen wir wieder Öl, ne? Und ein Zahnrad. Nee. Habt ihr zufällig wieder was Öl gibt und Zahnrad? Säure. Oh. Ja, Keramik ist klar. Gummi. Holz, Plastik. Warum ist es in den Fässern denn kein Öl? Dünger. Alles klar. Habt ihr keine Kanister mehr irgendwo? T
Wir haben keine Kanister mehr. Das ist blöd. Ha. Das ist in der Tat blöd. Ha, wie machen wir das, Freunde? Hm? Kein Stick, schade. Ah, okay, die greifen jetzt an. Okay. Alles klar. Oh, die Splitterkanaffe nehme ich auch mit. Paladin, bist du da? Alles klar. Alter, ruhig. Ruhig Blut, mein Freund. Das war's schon? Wow, drei Supermutanten. Das war ja der Wahnsinn, Leute. Mensch. Da habt ihr ja richtig reingehauen, ey. Wo ist denn der Typ denn jetzt? Mann, Kollege. Jetzt muss ich außen rum gehen. Oh. So, hi. Blake? Ich glaub's nicht. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Alter, das waren drei Leute. Drei. Die hättet ihr auch ohne mich getötet. Mal ganz im Ernst. Mann. Gott. Drei Leute. Und dann heulen die da rum, wie als ob die jetzt mit einer riesen Armee dahin kommen. So Herr der Ringe-like oder sowas. Genau, Herr der Ringe. Ja. Genau so eine Armee. Egal, egal. Wir kriegen Erfahrungspunkte dafür, das ist alles, was ich will. So. Hallo, Preston. Wir haben dieses Überfallkommando der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlung mehr angreifen. Aha, da steht er auf. Schön zu hören. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute machen, die einfach in Frieden leben wollen. So wie immer gibt es ein neues Feuer, das gelöscht werden muss. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Oh Gott, hat das wenig Erfahrungspunkte gegeben. Entführung bei Nordhagen Beach. Okay, cool. Hallo, Schatz. Hey, hi. Na? Hast du nochmal Lust? Anscheinend nicht. Okay, Paladin, komm. Ach so! Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Aha. Okay, die Piper hat, glaube ich, doch Lust. Aber nicht heute. So, als nächstes wäre dann die Schlacht von Bunker Hill. Das ist sogar Institut. Da hätte ich Bock drauf. Also, meine lieben Freunde, im nächsten Part gibt's Institut. Okay. Ja, im nächsten Part geht's mit dem Institut weiter. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.